Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Deutsch mit Martin. Ich bin wieder für euch auf der Leipziger Buchmesse. Die Buchmesse beginnt in 15 Minuten und ich befinde mich gerade im Pressezentrum. Das ist dort, wo zum Beispiel die Journalisten und Blogger arbeiten. Ich habe ganz viele Ideen, ich möchte ganz viele Leute treffen, ich möchte euch ganz viel zeigen. Also kommt mit und schaut euch an, was es hier zu sehen gibt. Die Tore haben sich geöffnet. Ich bin jetzt gerade auf der Comic-Con. Comic-Con heißt natürlich, dass man hier Comics kaufen kann. Viele denken ja, Comics sind nur für Kinder. Das ist aber nicht so. Den kenne ich doch irgendwoher. Hier befinde ich mich dann im Bereich Fantasy. Das ist natürlich auf der Buchmesse auch ein ziemlich großes Thema. Schaut mal, da haben sie sogar eine kleine Burg aufgebaut. Ich glaube, ich werde bei dieser Buchmesse ein bisschen Geld für Bücher ausgeben. Ein besonders guter Tipp, wenn ihr gerade anfangt, Deutsch zu lernen, oder wenn ihr natürlich auch Kinder habt, sind Kinderbücher. Und schaut mal, hinter mir werden auch ganz viele Kinderbücher präsentiert. Es gibt, glaube ich, jedes Jahr hunderte neue Titel, die in Deutschland erscheinen. Schaut mal, wen ich hier neben mir habe. Die meisten von euch werden ihn nicht kennen. Aber in Deutschland ist das eine sehr bekannte Figur. Das ist das Sandmännchen. Und das Sandmännchen ist ein Abendprogramm im Fernsehen. Jeden Abend werden die Kinder vom Sandmännchen ins Bett gebracht. Hier befinde ich mich jetzt im Bereich Sachbücher. Sachbücher sind Bücher, die also keine Fantasie sind und auch keine Gedichte, sondern Sachbücher sind Bücher über direkte Themen, zum Beispiel Geschichte oder Wirtschaft. Besonders interessieren mich ja Bücher, die auch für meine Schüler relevant sind. Gerade habe ich zum Beispiel georgische Literatur in deutscher Übersetzung entdeckt. Auf der Buchmesse präsentieren sich natürlich auch verschiedene Länder. Ich bin gerade in der Schweiz, kommt mal mit. Willkommen in Österreich. Nicht verkaspern und nicht verblödern, sondern... Es sind also ganz viele Länder auf der Buchmesse vertreten. Nicht nur deutsche Bücher, sondern hier bin ich zum Beispiel bei Tschechien. Hinter mir habe ich zum Beispiel den Stand von Polen. Es sind also auch polnische Verlage hier. Bardzo dobrze. Den Satz habe ich gestern gelernt. Ungarn, Albanien, Slowenien, Kroatien ist natürlich auch da. Lettland. Das ist zum Beispiel ein sehr bekanntes portugiesisches Lied. Hinter mir ist jetzt Skandinavien, Finnland, Norwegen, Dänemark, Island und Schweden. Und wo sind wir hier? Willkommen in der Ukraine. Am Stand der Ukraine gab es auch einen Besuch der Kulturstaatsministerin. Sie war wirklich sehr, sehr freundlich und herzlich. Hinter mir ist der italienische Stand. Und natürlich, was gibt es dort? Espresso. Ihr wisst ja, ich liebe Kaffee. Schöne Grüße aus Venedig. Wo bin ich denn hier? Vielleicht könnt ihr es sehen. Ich bin in Frankreich. Ich hoffe wirklich, dass ich jetzt kein Land vergessen habe, denn es sind so viele Länder. Man sagt ja, Musik ist eine eigene Sprache. Und deshalb ist Musik auch ein Thema auf der Buchmesse. Ich habe euch ja schon öfter mal etwas über Leipzig erzählt und Leipzig ist auch eine wirkliche Musikstadt, denn viele Komponisten haben hier gelebt. Hinter mir gibt es etwas, das auf Deutsch besonders schwer auszusprechen ist, und zwar sind das Horrorromane. So, meine Lieben, jetzt habe ich meinen Rundgang am ersten Messetag beendet. Es sind wirklich total viele Eindrücke. Ich bin auch 6400 Schritte gelaufen. Jetzt bin ich zurück im Pressezentrum und ich gönne mir erstmal einen Kaffee, denn ihr wisst ja,
Ich liebe Kaffee. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch mit Martin. Tschüss.